Ich habe soeben das hier in den YouTube-Trends gesehen. Minecraft Movie Teaser. Es soll also ein Minecraft-Film rauskommen. Und da ihr wisst, dass ich seit 14, 15 Jahren Minecraft spiele, dem ganzen Spiel meine ganze YouTube-Karriere zu verdanken habe und immer noch ein riesen Fan bin, dachte ich mir, wir schauen da heute einfach mal rein. Oh, wow. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Hä? Also das ist obviously kein Seed, den es gibt. Aber es sieht ja richtig geil aus. Ich meine, solche Strukturen gibt es eh nicht bei Minecraft, aber die wollten wahrscheinlich darstellen. Ja, guck mal, alles ist so blöckemäßig. Hier mit der Burg. Generell hier, wenn so mal Dörfer aussehen würden, ein bisschen größer. Wie geil wäre das? In Minecraft ist ja sonst irgendwie so groß wie dieser Bereich und dann steht es so richtig grob aneinander. Aber hier mit so einem See, direkt in der Nähe von einem Meer. Hier ein schöner Steg. Guck mal, eine Fischerhütte. Hier vorne so ein Minenbau. Wie geil sieht es aus mit einer Windmühle? Oh mein Gott. Ey, ich glaube, wenn ich das nächste Mal ein Minecraft-Projekt mache, was wir anpeilen für den Winter, hätte ich richtig Bock, sowas zu bauen. So ein kleiner Ausläufer von so einem Festland, dass man hier Wasser hat, da Wasser. Boah, das ist richtig geil. Stell dich mal vor, hier oben kommen noch so Ketten runter mit so Laternen und so, wie das bei Nacht dann aussieht. Aber gut, wir schauen mal weiter. Oh nein, Digga. Och nee. Ich habe gehofft, dass es ein Animationsfilm wird. Und dass man was aufbauen könnte wie Shrek oder so ein Scheiß. Oder Ice Age. Irgendwas Witziges. Aber jetzt haben wir echte Personen. Wahrscheinlich ist das so ein Trash-Comedy-Scheiß-Humor. Ey, das sieht so geil aus. Stellt euch mal vor, warum animieren die nicht einfach Steve? Und dann ist da Steve, kommt rein in eine Welt, weiß gar nicht, was er da zu tun hat, denkt, er ist komplett allein und lernt auf einmal nachts irgendwie Monster kennen und denkt dann am nächsten Morgen, oh, ich bin so alleine, neuer Tag, bla bla, und trifft dann auf einmal irgendwie auf einen Hund. Und erlebt dann alles mit dem Hund und lernt dann plötzlich einen Villager kennen und keine Ahnung was und irgendwann fällt er in eine Höhle. Und ist ganz allein in der Höhle und kämpft dann gegen Creeper, gegen Skelette, findet dann aber seine Diamanten, findet heraus, dass er sich krasse Gegenstände machen kann, I don't know. Und kämpft, kommt dann mit dem Hund in die Hölle. Und dann von der Hölle dann quasi ins Ende und kämpft gegen den Enderdrachen und dann stirbt sein Hund am Ende und er heult und dann ist der Hund dabei im Himmel und allen geht's gut und Steve lernt dann eine andere Frau kennen und dann ist Cut. Und dann ist ein richtiger Jump-Cut, also so ein richtiger Cliffhanger am Ende. Boah, das wäre eine super Geschichte und das animiert, das wäre so easy machbar für die. Stattdessen müssten die da so Menschen reinpacken, wie dumm ist denn das? Okay. Alter, das sieht so Quatsch aus. Sieht so trash aus. Bro. Da kannst du doch eher Captain Sparkles die Scheiße animieren lassen. Was ist denn das wirklich? Was ist denn das für komische Szene auch? Klar, es sieht extrem gut animiert aus und alles. Logisch, das ist von Warner Brothers. Aber nee, bisher ist nicht so ganz meins. Next year. Oh, okay, schon nächstes Jahr. Warte mal, was ist das? In der Oberwelt? Piglins? Reiten Ghasts? In der Oberwelt? Wenn alles so animiert wäre, total cool. Aber diese Schafe waren ein bisschen zu detailgetreu und das sind halt einfach echte Menschen. Let your imagination, also lass deine... Oh. Sieht cool aus. Mir ist das aber zu... gut animiert. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist zu sehr an der Realität dran. Boah, ich hätte gedacht, als ich gesehen habe, 1-Minuten-Trailer, ich gucke den durch und sage einfach, es ist kacke, aber ich weiß gar nicht, was ich genau gerade sagen soll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange drauf reagiere. Also man soll unsere Vorstellungskraft freien Lauf lassen. Warte mal, sorry, dass ich die ganze Zeit unterbreche. So hat er sich, was ist das? Das soll ein Eimer sein wahrscheinlich, ne? Guck mal hier auch mit dem Lagersystem, Feuerwerksraketen, TNT, pack doch einfach, mach's doch realistisch, pack einfach Kisten rein. Also was, hier ist eine Fackel. Okay, gut, wir schauen weiter. Das ist, ich mache jetzt mal einfach immer Pause, damit wir uns ein paar Sachen anschauen können. Hier wurde eine Burg gebaut. Ja gut, das kriegt man zumindest alles so hin. Das ist ein Villager wahrscheinlich, da vorne läuft er lang. Oh. Das ist ja schon wieder falsch. Das Ding ist viel größer und wird hier drauf liegen, nicht in der Luft. Steve's Lava Chicken. Okay, das heißt, die Piglins kommen wahrscheinlich wirklich aus der Hölle raus und greifen die Oberwelt an. Und dann ist wahrscheinlich so der Film besteht daraus, hey,
wir packen die Piglins wieder in die Hölle? Oder? Keine Ahnung. Oh nein, Creeper kommen auch drin vor. Hier, Ihmchen. Boah. Ey, die hätten es ja richtig cool machen können und einfach so deutsche Creator anfragen können für die Synchronstimme für einen deutschen Film. So deutsche Minecraft-Creator. Stell dich mal vor, Basti GRG hätte eine Rolle, ich hätte eine Rolle. Keine Ahnung, alle möglichen Minecraft-Creator einfach, Paluten. Wie geil wäre das? Und dann machen die eine riesen Werbekampagne. Also ich will jetzt nicht Warner Bros. Hier sagen, wie sie ihr Unternehmen führen sollen, das kriegen sie schon ganz gut selbst hin, aber das wäre eine die einfachste Möglichkeit, um Promo für den Film zu machen. Hier haben wir die Hölle. Warte mal, was ist denn das? Ist das ein Enderman? Nee. Was soll das hier hinten sein? Sind das... keine Ahnung. Wir haben hier irgendwas Liedernes, das könnte ein Enderman sein, aber ansonsten überall die Piglins, das wird auf jeden Fall die Hölle sein. In der Hölle hat man aber eigentlich keine Fackeln. na gut, okay, die haben auch Fackeln in der Hand und so komische Anzüge. Deswegen, okay, wir lassen es mal. Das ist halt dann wieder Quatsch, dann so eine Kack-Animation mit Feuer im Hintergrund. Aber gut, wer ist er denn überhaupt? Who are you? Nein, er fragt genau das, was ich fragen möchte. Sag nicht, das ist Steve. Hi! I'm Steve. Oh wow, der Film hat reingeschissen bei mir. Jetzt stelle ich mir halt die ganze Zeit vor, dass Steve so aussieht. Steve ist für mich ich. Und jetzt identifiziere ich immer, wenn ich Minecraft spiele, Steve mit ihm. Mit einem 40-Jährigen. Und warum kommt er so entschlossen da rein? Ich bin Steve, als wäre er irgendwie Jesus und würde jetzt alle retten. Steve ist doch eigentlich jemand, der reinkommt in die Welt und gar nicht weiß, was abgeht. Die wissen nicht, was Phase ist. Okay. Okay. This guy is such a toolbag. Oh wow, es wird aber auch gebaut. Hä, hier kommen jetzt die ganze Zeit Grasblöcke übereinander? Okay, das ist jetzt wahrscheinlich einfach die Animation, was sie zeigen wollen. A Minecraft-Movie. Boah, das sieht wiederum sehr cool aus. Aber das passt nicht. Das passt irgendwie nicht, meiner Ansicht nach. Aber gut, wir schauen weiter. Vielleicht passiert ja noch irgendwie was, wo ich jetzt meine Meinung ändern werde. Zu gut animiert. Zu gut animiert. Sieht geil aus, sieht lustig aus, auch mit den Zehen hier das Lama. Alpakas sind es ja nicht. Aber das ist für mich zu gut animiert irgendwie. Checkt ihr, wie ich meine? Klar, wir gucken jetzt auch in 4K hier gerade. Aber wenn das so Ice Age-mäßig wäre, das wäre geil. Oder Minions, so vom Style und vom Humor her. Man könnte ja auch sagen, dass die gar nicht reden sollen. Also dass vielleicht so, dass so ein paar reden können, so der Hauptcharakter, also Steve, aber das ist dann der Einzige, der redet. Und alle anderen, also die Villager machen wirklich nur, haha, irgendwie sowas. Das wäre viel geiler. Na gut, wir schauen mal weiter. Oh, das Lama wird abgeschossen und die Piglins kommen. Naja, 4. April kommt schon raus. Was ich mal nicht verstehe, ist dieses Experience it in IMAX. Stand ja auch bei Oppenheimer. Ja, klar, ist dann vielleicht ein bisschen geiler vom Sound oder vom Bild her oder keine Ahnung was. Aber werden die dafür bezahlt, also Warner Bros.? Dass die das dann irgendwie so promoten? 4. April, das ist auch gar nicht mehr so lang. Halbes Jahr noch. Das wird ein kompletter Reinfall, meiner Ansicht nach. Da werden viele reingehen, viele Kids wahrscheinlich auch direkt zu Beginn. Aber der wird so schlechte Bewertungen kriegen, glaube ich. Klar, man sollte einen Film nicht loben oder haten, nachdem man erst so den Trailer gesehen hat. Ich bin gespannt, ich werde auch reingehen. Schauen wir mal, was wird. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Top oder Flop, würde ich eher sagen Flop. Was haltet ihr vom Trailer? Schreibt es unten in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, ich hätte mir da so eine coole Story vorstellen können, ne? Stattdessen... Ja, okay, wir wissen ja auch noch nichts über die Story. Aber die sind ja anscheinend der Oberwelt. Man hätte einfach Minecraft, wie man es durchspielen sollte, als Film machen müssen. Ich bin da sehr emotional bei dem Thema. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein.